Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es tatsächlich ganze 4 Telefonate mit 4 Betrügern, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Wie so oft, über den Trading-Markt, also über Finanzprodukte am Telefon. Höchst interessant. Doch die Betrüger, die verraten sich in der Regel selbst. Hört selbst. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, was wir da genau für Menschen am Telefon haben. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich da mit Herr Timo? Nee. Ach so, dann okay. Mit wem spreche ich denn gerade? Na, den Sie angerufen haben. Okay, wenn also so viel ich am Apparat. Ich sehe gerade in meinem System, Sie haben Interesse gezeigt über Online-Handel und ich wollte Ihnen ein paar Informationen dazu geben. Ja, habe ich aber nicht. Was haben Sie nicht? Ja, kein Interesse gezeigt, habe ich doch gesagt. Haben Sie kein Interesse gezeigt, aber von woher denn habe ich hier eure Nummer? Ja, das ist mal eine gute Frage. Woher haben Sie denn die Daten, um mich einfach anzurufen? Ja, denn weil Sie haben Interesse gezeigt, ne? Nee, habe ich ja schon gesagt. Ich bin ja auch nicht die Person, die Sie am Telefon haben wollten. Es gibt hier keinen Timo. Also Sie sind nicht Herr Omid Timo? Ja, Herr Omid schon, aber gerade haben Sie nach Herrn Timo gefragt. Einen Herrn Timo gibt es hier nicht. Ach so, dann okay, ich verstehe dann, weil hier ist eure Nummer, ne? Vielleicht hat Herr Timo eine falsche Nummer gegeben und ja, ich habe Sie angerufen dann. Okay, Herrn dann Omid gibt's ja hier. Wie bitte? Den Herrn Omid gibt's hier, nur keinen Herrn Timo. Herr Omid, aber wer ist Timo denn? Es ist eine von Ihnen Verwandten vielleicht. Das ist ja mein Vorname. Also was meinen Sie jetzt? Spreche ich da mit Herr Omid Timo oder nicht? Nee, mit Herrn Timo Omid. Ach so, denn ja, vielleicht haben Sie denn euren Namen so falsch verkehrt geschrieben. Nee. Hier dann. Okay dann. Ja, und den Namen habe ich tatsächlich nicht falsch geschrieben, denn die Betrügerin... Die kann einfach nur den Vor- und den Nachnamen nicht auseinanderhalten. Das ist ja tatsächlich so, dass man den Vor- und den Nachnamen teilweise genau andersrum schreibt oder spricht oder wie auch immer. Ist ja teilweise im Schriftverkehr so, dass man eben erst den Nachnamen, dann den Vornamen schreibt. Nur, ich kann dort gar nichts falsch eingetragen haben, weil das System, bei dem man sich da einträgt, also auf dieser Werbeseite, da steht ja dran, Vorname, Nachname. Und ich habe logischerweise in jedes Feld das eingetragen, was dort reingehört und das Ganze nicht vertauscht. Ja, aber die Betrügerin, die liest den Namen einfach mal straight falsch rum vor, weil sie das vielleicht so gewohnt ist, ich weiß es nicht. Man hat's ja hier sehr, sehr oft auf dem Kanal, dass die Betrüger einen mit dem Vornamen ansprechen. Tja, aber der Herr Omid, der möchte das definitiv nicht. Alles klar. Sie haben eine Anmeldung gemacht, ne, über Onlinehandel. Wann denn? Sie haben es gemacht. Wann denn? Das ist vor einiger Zeit, um 4.10.2021, das ist ein bisschen lange her, vielleicht können Sie nicht darüber erinnern, aber trotzdem, ich habe Ihnen wieder angerufen, um Ihnen ein paar Informationen darüber zu geben. Aber Sie können doch nicht einfach so die Leute anrufen. Aber wenn Sie selber die Anmeldung gemacht haben, was soll ich denn machen? Ja, vor einem Jahr. Ja, und? Ja, aber da können Sie doch jetzt nicht einfach so anrufen. Wieso da nicht? Ja, wieso? Darum kann sich doch kein Mensch daran erinnern, kann sich aber auch nicht darauf beziehen. Ja, okay, dann, aber ich wollte Ihnen nur ein paar Informationen darüber geben, das würde ja, Ihnen gar nicht kosten. Wenn Sie eine Anmeldung gemacht haben, ne, dann bieten Sie mich 5 Minuten von Ihrer Zeit, mich aber zu hören. Das ist ja Kaltakquise, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Wieso denn ist es das nicht erlaubt? Also wenn ja, Sie das selber machen... Das habe ich Ihnen doch schon die Begründung mit im gleichen Satz schon gleich beigesteuert. Aber das war kein richtiger Grund. Doch. Eine Kaltakquise ist in Deutschland verboten. Nein. Doch. Sie haben selber den Anmeldung gemacht. Ich habe das nicht für Sie gemacht. Aber Sie haben ja gesagt, vor einem Jahr. Da können Sie ja nicht einfach so ja, anrufen. Ja, und vor einem Jahr, doch. Nee. Ich kann Ihnen anrufen. Wissen Sie, diese Anruferlaubnis läuft in der Tat auch nach 12 Monaten automatisch ab. Und die sind ja schon überschritten. Den Monat 10 haben wir ja schon, wir sind ja schon fast im Monat 11. Ja, also tatsächlich, die Anruferlaubnis, die man irgendwo gibt, ne, also ihr macht eine Werbeerlaubnis und euch darf dieses Unternehmen dann anrufen, beispielsweise für Marketing von der Telekom,
Diese Anruferlaubnis ist tatsächlich nicht ewig gültig. Allerdings, eins ist hier tatsächlich falsch, was ich gesagt habe. So eine Anruferlaubnis läuft nicht nach 12 Monaten, sondern tatsächlich nach 1,5 Jahren ab. Das heißt, wenn man irgendwo irgendwann mal eben dieses Opt-in gegeben hat, dass man Werbung erhalten darf, dann dürfen die nach 1,5 Jahren nicht mehr Werbung verschicken. Das müssen die Benutzer dann nochmal erneut freigeben. Also ihr. Ihr müsst sagen, ich möchte immer noch Werbung von denen erhalten. Bekommen die kein neues Werbe-Opt-in? Dann verfällt das und dementsprechend darf dann keiner mehr anrufen. Aber hier, bei dieser Firma, kommt ja noch hinzu, dass es nie ein Double Opt-in gegeben hat, mal ganz davon abgesehen. Denn diese Betrügerplattformen, die fragen grundsätzlich nie nach einer Werbeerlaubnis, sondern die rufen immer einfach so an, ohne dass man das gefragt, gewollt hat, ohne dass man das weiß. Die verkaufen die Daten an hunderte Callcenter einfach weiter. Ja, und tun dann so, als hätte man irgendwann mal Interesse gezeigt. Ja, aber nur Interesse zeigen reicht nicht aus, um die Leute dann mit irgendeinem Müll am Telefon zu bewerben. Das ist vielleicht doppelt illegal, was Sie da machen. Also, Sie haben eine Anmeldung gemacht und Sie haben euer Konto, ich weiß es nicht, euer Konto, haben Sie aktiviert oder nicht? Also, Sie wissen in Ihrer eigenen Firma nicht, ob ich das Konto aktiviert habe oder also, Herr, Sie müssen es verstehen. In der Markt gibt es verschiedene Plattformen. Ne? Sie haben nur eine von unserer Werbung gesehen, ne? die wir in Auftrag sind. Also bei uns haben Sie kein Konto. Vielleicht bei einer anderen Plattform, das weiß ich nicht. Ja, und warum rufen Sie mich dann an, wenn ich bei Ihnen kein Konto habe? Weil dann ist Sie das haben... eine illegale Kaltakquise. Nein, Sie so. Haben eine von unserer Werbung gesehen. Ne? Und diese Werbung ist in Auftrag mit verschiedenen Plattformen. Ja, jetzt habe ich Zeit, Ihnen zu anzurufen. Ja, ist aber verboten. Nee, es ist nicht verboten, weil Sie selber eine Anmeldung gemacht haben, ne? Ich habe ja keine Anruferlaubnis gegeben. Wie haben Sie denn keine Ahnung? Machen Sie jetzt Spaß mit mir? Nee, aber Sie wahrscheinlich, weil das ist ja albern, was Sie da erzählen. Nein. Doch. Nein. Doch. Da kennen Sie sich aber mit den Gesetzen ganz schlecht aus. Also wenn Sie machen sich damit so sogar selbst persönlich strafbar. Nein. Doch. Nein. Doch. Sie können gar nicht mit mir diskutieren. Also, Sie machen hier eine Diskussion, weil alles, was ich ja, wollte, ne, es ist ein paar... einen kriminellen Anruf. Nein, das ist kein krimineller Anruf. Natürlich, ist doch illegal, was Sie machen. Wieso ist es illegal? Weil Sie, habe ich Ihnen doch jetzt mehrfach erklärt, weil Sie keine Anruferlaubnis haben. Habe ich Ihnen mehrfach Sie haben erklärt. Aber eine Anmeldung gemacht. Ja, das spielt ja keine Rolle. Eine Anmeldung ist keine Anruferlaubnis. Das kann man in Deutschland separat machen. Also, okay, dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich Ihnen nicht, Kriminelle. Also, es ist schon wahnsinnig dreist, was man da für Leute am Telefon hat. Tja, also, es ist klar, die kann nicht einfach anrufen. Also, können du die das schon, aber sie darf das nicht. Es ist in Deutschland faktisch nicht erlaubt, die Leute einfach so anzurufen mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden, um dann irgendein Trading-Produkt am Telefon zu verkaufen. Auch wenn sie hier sagt, sie verkauft nichts, man investiert ja. Doch, es ist ein Werbeanruf, es geht um Geld. Ihr sollt dort Geld einzahlen. Bei der Bank habt ihr ja auch, mal angenommen, eure Sparkasse ruft euch an oder eine andere. Keine Ahnung, ihr seid bei der Sparkasse und die Postbank ruft an. Die können doch nicht einfach anrufen und sagen, ja, Sie haben doch mal Interesse gezeigt. Und wir haben hier ein schönes Konto für Sie. Da kann man minus 0,10% Zinsen bekommen. Also nichts. Aber das geht doch einfach nicht. Man kann nicht einfach die Leute anrufen und sagen, ja, Sie haben ja mal sich irgendwann irgendwo eingetragen. Es ist in Deutschland verboten. Sie muss sogar ganz exakt wissen, wo ich das getan habe, wann ich das getan habe. Und der Datenschutzbeauftragte der Firma muss dann spätestens sogar wissen, welchen PIN ich dafür verwendet habe, um meine Telefonnummer zu bestätigen. Oder die müssen zumindest auch eine Kopie davon haben, wenn ich es irgendwo mal handschriftlich unterschrieben habe. Das haben die alle nicht. Tja, und dementsprechend kann das nur Betrug sein. Schauen wir mal zum nächsten Anrufer, wie der sich so schlägt. Guten Tag. Hallo, Herr K. Ich rufe Sie von Serge Invest Finanzplattform an. Ah ja, ja. Hallo? Was denn jetzt? Warum unterbrechen Sie mich? Hab ich doch gar nicht, ich hab doch nur bestätigt. Sie haben sich ja selbst unterbrechelt. Ich habe nichts gesagt und Sie sagen Ja. Ich habe zugehört.
Nein, das bedeutet nicht zu hören. Nee, wir hörten sich das denn andere Mal zuhören? Sie unterbrechen mit Ihrer Stimme mein Gespräch. Ach so. Na gut. Ja. Ja. Und nun? Was machen wir jetzt? Was möchten Sie denn? Sie könnten ein bisschen höflicher sein. Ja? Nee, das kann ich im Moment nicht. Sie sollen so sein. Ja? Wenn Sie wirklich was kriege ich denn dafür? Sind, dann sollen Sie ein bisschen höflich sein. Warum? Die Deutschen sind doch nicht höflich. Die Deutschen sind höflich. Ja, aber die meisten sehen gut aus, so wie ich. Sie sind nicht höflich, weil Sie kein Deutscher sind. Ach so, aber ich sehe gut aus. Ja. An dieser Stelle wird es dann tatsächlich wohl nochmal Zeit, daran zu erinnern, dass wir hier von einer Tradingbank angerufen werden. Also von einem Unternehmen, das uns seriöse Finanzprodukte verkaufen möchte. Tja, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mit meiner Bank das letzte Mal so ein Gespräch geführt habe. Richtig, wahrscheinlich nie. Denn eine seriöse Bank würde jetzt hier nicht sich daran aufhängen, dass ihr das bestätigt habt, was sie gesagt hat. Im Grunde genommen habe ich ja nur bestätigt, dass ich ihr zuhöre. Und ja, eben, so macht man das doch bei einem Gespräch, oder nicht? Also manchmal kann man machen, muss man nicht, aber ist ja jetzt nicht unhöflich oder so, wenn ich einfach nur bestätige, dass ich verstanden habe, was sie mir gesagt hat. Es ist schon irgendwie absolut gruselig und unterirdisch, was die sich da alles einfallen lassen. Denn hier an dieser Stelle ist das Gespräch ja schon völlig hinüber. Obwohl sie mir noch was verkaufen wollte. Jetzt hat sie scheinbar schon keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was das werden soll, aber letztendlich hat sie sich ja jetzt ihren Betrugsverkauf hier selbst kaputt gemacht. Tja, lassen wir sie mal weiterreden und mal gucken, was sie sonst noch so alles vom Stapel lässt. Das stimmt nicht. Na klar, hat meine Mutti immer gesagt, ein hübsches Kind. Und nun, was machen wir jetzt? Was? Was wollen wir denn jetzt Schönes machen? Wie bitte? Mein Häschen. Häschenhüpf. Häschenhüpf. Was laberst du? Was laberst du? Ja, was du laberst. Was laberst du? Ja, du bist wie ein Kuchensohn. Ein Kuchensohn? Ja, Kuchensohn kenne ich. Und Gurkensohn auch. Ja, ja. Ja. Kuchensohn ist... Ich kann mit deiner Frau sprechen mit mir. Und ich werde dein Nummer zu anderen Firmen weiterleiten, damit du den ganzen Tag belästigt wirst. Ja, bitte, ich bitte drum. Ja. Bitte, bitte. Ja, ja. Ja. Jede Minute werdest du belästigt sein. Ja, das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Ja, genieß dein Leben, mein Schatz. Ja, meine kleine Honigbiene. Brumm, brumm. Was laberst du? Was laberst du? Du bist so alt und hast keine Höflichkeit. Na, aber ich sehe gut so aus. So dumm bist du. Sprich so mit deiner Frau, ja? Wo ja. ist deine Frau? Oh, ja, ich weiß, du hast keine Frau. Nee? Weil du kannst keine Frau haben. Warum? Nee. Aber du Weil bist doch meine Frau. Weil eine gute Frau würde nie mit solcher Mann verheiratet. Na, aber du bist doch meine Frau, Schnuckelschätzchen. Nein, ich würde nie deine Frau sein. Mein kleiner Sahneabfall. Was laberst du? Was laberst du? Ja, aber du bist mein kleiner Zuckerkuchen. Schäm dich. Ja, zaubert sich. Du bist ekelhaft, weil du alte Mann bist. Ja? Ew. Ja, du bist eklig. Das macht nichts. Du hast einen Sahnekopf. Ein Sahnekopf? Ich weiß. Du bist auch ein Sahnetöpfchen. Ein benutztes Sahnetöpfchen. Ein was? Ich soll deine Schwester festhalten. Halt deine Schwester, hast du gesagt? Hast du gerade gepupst? Du hast für den Garten. Ja, okay. Ich glaube, hier ist doch gerade was hinten aus dem Schlüpper gefallen. Halt deine Pferd hat gemacht. Eine Minute, okay? Ja. Herr Kuchensohn. Ja, mein Sahnetörtchen. Du hast keine Beschäftigung in diesem Leben. Ich habe gerade meine Söckchen zusammengepackt. Meine Söckchen. Die habe ich frisch gewaschen. Soll ich von dir auch mal ein Söckchen waschen? Aber nur eins. Kannst du deine Fresse halten?
Soll ich deine Schwester mal halten? Deine Nummer weiterleiten. Oh, nett. Das ist aber nett. Da freue ich mich auch so toll drauf. Mein kleiner Sahnekipferl. Und hast du schon gefunden, das Knöpfchen, was du drücken wolltest, oder suchst du noch? Mein Sahnezipferle. Was kann ich denn Gutes für mich tun, mein Kind? Advent, Advent, der Scammer brennt. Erst eins, dann zwei. Deine Karten sind blockiert. Meine Karten sind blockiert. Ja, das sind die höchst seriösen Leute aus dem Trading Callcenter, die euch irgendwelche Finanzprodukte verkaufen wollen. Wo dann genau exakt solche Gespräche zustande kommen. Ich find's schon irgendwie Wahnsinn. Also das Gespräch war ja hier von Anfang an schon völlig vernichtet und hatte überhaupt keinen Sinn, keinen Verstand und eigentlich hat's auch den Grund verloren. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt genau von mir wollte. Klar ist, dass sie mir wieder irgendein Trading-Produkt verkaufen wollte. Aber hier ist definitiv klar, dass sie gleich von Anfang an ziemlich falsch abgebogen ist. Also selbst wenn sich der Kunde jetzt hier daneben benimmt. Was ich ja hier nur sehr vorsichtig und vernünftig getan habe. Naja gut, kann man auslegen, wie man möchte. Aber letztendlich, so führt man doch kein Gespräch von einer professionellen Bank. Oder wie sehe ich das jetzt? Keine Ahnung, was die sich da immer wieder vorstellen. Aber das sind die Leute, die euch anrufen, wenn ihr euch auf der falschen Werbeseite eingetragen habt. Denn grundsätzlich ist eins Fakt. Euch ruft kein Unternehmen einfach so an, um euch einfach mal irgendein Trading-Produkt zu verkaufen, wo ihr dann nachher Millionäre oder so werdet. Das ist eigentlich klar. Nur leider fallen hier doch ziemlich viele Menschen auf diesen Quatsch rein. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten. Da gibt's tatsächlich sogar direkt unterm Video ein kleines Knöpfchen zum Teilen. Kann man gleich nach WhatsApp weiterleiten, wenn ihr es vom Handy benutzt, damit wirklich niemand von eurem Umkreis auf sowas reinfällt. Ich hab's schon mal vor einer ganzen Weile erzählt, von einem Freund, da ist tatsächlich jemand drauf reingefallen. Ich verstehe es nicht, wie sowas passieren kann. Also es passiert selbst in meinem Umfeld. Und es ist einfach nur erschütternd. Es rufen natürlich nicht nur solche Blitzbirnen an, die so schlechtes Deutsch sprechen. Das muss man ja auch mal sagen. Hier haben wir irgendwie die Sammelstelle von, weiß ich nicht, Sprach-Kaspar und Deutschvergewaltiger. Denn das, was die hier so ablassen, ist auf jeden Fall unterste Schublade. Naja, ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Hören wir da nochmal rein. Jo. Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Mein Name ist Wendy Hans und ich habe Ihnen angerufen wegen einer Anmeldung, die Sie gemacht haben über Onlinehandel. Aha. Und ich möchte gerne wissen, ob Sie Erfahrung damit haben. Warum möchten Sie das denn wissen? Nochmal? Warum möchten Sie das denn wissen? Ach so, noch nicht haben Sie. Aber wissen Sie, was es ist? Warum möchten Sie das denn wissen? Also ich möchte ganz gerne Ihnen erklären, wie das funktioniert und was es ist, wenn Sie wollen. Was denn? Online-Trading, Online-Handel und alles, was mit Börse zu tun hat. Ach so. Also schon der Einstieg in so ein Gespräch ist jedes Mal der absolute Kracher. Die stellen sich kaum vor, einen Firmennamen lassen sie ja meistens auch schon weg und wenn, dann nuscheln sie den nur irgendwie hin oder hat mit der Webseite nichts zu tun und dann kommt sowas hier zustande. Ich find's immer wieder erstaunlich, dass das funktioniert. Wie platt muss man sein? Dass die nuscheln sich da was zurecht, die labern sich da irgendwas zurecht, fragen schon gleich am Anfang des Gesprächs, ob man damit Erfahrung hat, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Wenn der Kunde erstmal irgendein Produkt haben möchte, in Anführungsstrichen, hier wollten wir ja überhaupt nichts haben, dann fragt man doch nicht als allererstes, ob man damit Erfahrung hat. Und schon gar nicht in den ersten paar Sekunden. Natürlich kann man innerhalb des Beratungsgespräches darauf kommen und vielleicht mal abstecken, inwiefern der Kunde sich mit der Materie auskennt. Natürlich. Aber so, es ist schon ziemlich komisch. Ja. Hallo, Manu? Hören Sie mich? Ja. Verstehen Sie mich, was ich sage Ihnen? Naja, schwierig, aber kommt fast durchs Telefon, ja. Also, Sie haben eine Anmeldung über Online-Trading gemacht. Aha. Und deswegen, es ist mein Grund,
auf dem Anruf. Ach so. Okay, das verstehen Sie? Und ich möchte Ihnen sehr gerne erklären, was Online-Trading ist und wie es funktioniert. Aha. Ja, was aha? Naja. Soll ich Ihnen erklären, was es ist? Na, machen Sie doch. Hatten Sie doch jetzt vor, oder nicht? Also, Online-Trading, es ist eine Arbeit, wo Sie Geld verdienen können durch die Börse. Also haben Sie einen Job für mich? Nochmal? Also haben Sie einen Job für mich? Muss ich denn da auch so am Telefon sitzen, oder wie ist das denn? Ja, beim Telefon ist das auch. Ach so, also muss ich denn telefonieren? Also, ich bin nicht so gut im Reden. Ja. Ich bin nicht so sprachbegabt wie Sie. Ist das kein Problem, okay? Ach so. Also was für eine andere Sprache sprechen Sie denn? Na, gar keine. Da keine? Mhm. Also, okay. Nur Germanisch. Nur Germanisch? Ja. Aber Sie reden doch eine andere Sprache. Welche denn? Ich weiß doch nicht. Ich frage Ihnen. Aha. Ah ja, was für eine andere Sprache sprechen Sie denn? Damit, damit ich auch wissen kann, in welcher Sprache soll ich Ihnen reden. Ach so. Ja. Hm. Was machen wir da jetzt? Wie viel gibt's denn da als Stundenlohn bei Ihnen? Das ist ja vielleicht die wichtigste Frage. Nochmal? Wie ist denn der Stundenlohn bei Ihnen? Welcher Stundenlohn? Na, für den Job. Es ist online. Okay, alles, was Sie brauchen, es ist ein Konto bei uns zum Aktivieren. Ein Handy oder Rechner. Arbeiten, oder wie meinen Sie das? Nochmal? Also, kann ich dann von zu Hause aus arbeiten? Du musst gar nicht Sie können aus von Hause arbeiten. Ah ja, das ist praktisch. Okay, weil es ist online. Und wie viel verdient man da so? Also, das Maximum von Tage sind 20 Euro. 20 Euro? Nee, ja. Dafür arbeite ich nicht. Arbeiten Sie nicht? Nicht warum? 20 Euro, das ist mir zu wenig. Wirklich? Wie viel? Ja. Wie viel müssen Sie... Und mal mit Mindestlohn habe ich doch schon 70 Euro am Tag. Nochmal? Mit Mindestlohn hat man doch schon 70 Euro am Tag. Ja, aber es ist nicht eine Arbeit wie dem anderen. Es ist eine Sie werden nicht den ganzen Tag arbeiten. Nur 15 Minuten pro Tag und Sie werden diesem Geld bekommen auch. Ne, ich suche nur 40 Stunden die Woche. Weniger, ich muss ja von irgendwas leben. Was machen Sie gerade denn? Jetzt habe ich gerade ein Brötchen gegessen. Essen Sie gerade? Ja, habe ein Brötchen gegessen. Essen? Nochmal? War ein Hähnchenschnitzel drauf mit Remoulade. Also. Also soll ich Ihnen erklären, wie das bei uns funktioniert oder nicht? Na, wollten Sie doch. Aber da müssen wir aber mit dem Preis dann hochgehen. Das wird zu wenig. Ja, dann können wir gar nichts machen. Oh je, ist ja schade. Okay, ja, ist das. Ist ja. Auch das nicht, weil es ist nicht eine Arbeit, wo Sie 10 Stunden pro Tag arbeiten oder 12 Stunden pro Tag arbeiten, nur 15 Minuten und das reicht es. Nee, aber wie gesagt, für 20 Euro ist mir das zu wenig. Zu wenig? Ja. Ja, dann kann ich gar nichts machen. Danke. Dankeschön für Ihre Zeit. Sind. Tschüss. Also hier hat man mal wieder sehr eindrucksvoll geschildert bekommen, dass die einen eigentlich überhaupt gar nicht so wirklich richtig verstehen. Tja, ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass diese Leute einfach bei euch anrufen. Ja, und das teilweise auch auf Masse. Also hier klingelt das Telefon am Tag bis zu 40 Mal. Nur mit solchen Leuten dran. Ich versteh's nicht. Dabei platziere ich ja meine Datensätze ja nun auch nicht jeden Tag. Aber sie rufen immer und immer und immer wieder an.
teils auch für ganz alte Charaktere, wie den Gerold Steiner, den ich nun tatsächlich schon ewig nicht mehr eingetragen habe. Es ist einfach nur verwirrend und absolut unterirdisch, was sich da eigentlich für Leute melden. Das ist doch hier schon alles Massenabarbeitung von Datensätzen. Die rufen einfach alle Telefonnummern durch, die sie da in ihrem System haben, um irgendwie an Geld zu kommen. Irgendwer wird schon immer Ja sagen. Tja, so wird wohl das Geschäftsmodell von denen funktionieren. Einfach nur Wahnsinn. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Ja? Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Steinfeger. Ja. Ich bin jetzt am Apparat von Support und Sicherheitsabteilung. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz sprechen über Ihre Erfahrung mit Online-Trading. Haben Sie Erfahrung? Nee. Nein, noch nicht. Mhm. Okay. Ich biete Ihnen eine sehr gute Möglichkeit, wo Sie jeden Monat einen zweiten Lohn verdienen können. Das heißt, ab 1000 Euro Profite. Ja. Mit unserem Unternehmen, natürlich, Sie bekommen einen Experten, einen Finanzberater, der für ihn handelt. Ja. Sie brauchen gar nicht zu kümmern, der Finanzberater macht die Profite. Sie sehen deine Arbeit. Wenn Sie einverstanden sind, machen Sie weiter. Wenn nicht, steigen Sie aus, nehmen Sie Ihr Geld zurück und die Profite, was Sie geinvestiert haben. Ja. Früher haben Sie noch nie gehandelt, oder? Nee. Nee, okay. Sind Sie gerade zu Hause? Ja. Sind Sie gerade zu Hause? Ja. Okay, haben Sie einen Computer in der Nähe, damit ich Ihnen erklären kann? Ich zeige Ihnen unsere Firma erstmal, wer wir sind, wo wir sind und dann entscheiden Sie selber. Muss ich anmachen, ja. Okay. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie den Computer angemacht haben. Benutzen Sie einen Laptop oder einen PC? Das ist ein Computer. Computer, okay. Also in diesem netten Callcenter läuft ja die Musik auch wieder auf voller Dröhnung. Ja, also es ist immer noch ein Rätsel, wozu die Musik da wohl dient. Man weiß es nicht genau, aber einerseits ist Musik ja zur Motivation da. Das Problem ist, in den Callcenter gehört Musik trotzdem nicht. Egal wie motiviert die Mitarbeiter da sein sollen. Denn die Musik, wenn die durchs Telefon dröhnt, stört das eigentlich nur die Kunden. Technisch was da so richtig gegen tun, kann man eigentlich nicht, denn man könnte vielleicht das Mikrofon so einstellen, dass die Musik nicht zu hören ist, wenn der Mitarbeiter nicht spricht. Aber sobald er spricht, öffnet sich ja das Mikrofon und überträgt dann auch eben die Hintergrundgeräusche. Und das ist das Problem. Das ist doch einfach nur noch nervig. Keine normale, seriöse Bank würde da so ein Gekreisch im Hintergrund laufen haben. Und mal ganz davon abgesehen, es gibt auch die Theorie dazu, dass das Ganze eigentlich eher auch vielleicht dazu dient, damit man die anderen Mitarbeiter nicht hört. Nur das funktioniert in den wenigsten Callcentern. Die Mitarbeiter hört ihr trotzdem mit. Also dadurch ist ja nochmal zusätzlicher Lärm im Hintergrund. Das heißt, ihr hört die Mitarbeiter, die Musik und den Typen oder die Typin, die ihr da am Telefon habt. Es ist einfach nur absolut krass, wie die arbeiten. Also ich könnte da nicht den ganzen Tag sitzen. Ich zeige Ihnen unsere Lizenz erstmal, damit Sie Bescheid wissen, über Sicherheit, über uns. Ich zeige Ihnen den Firma, wie Sie die Auszahlung machen können und so weiter. Und am Ende entscheiden Sie selber. Ja. Haben Sie das angebracht? Mhm. Der absolute Wahnsinn. Ich habe euch hier mal mit Absicht ein bisschen diese, ja,
Low Time drin gelassen, wo wir nicht miteinander sprechen. Man hört hier ganz gut im Hintergrund, dass da welche ausländisch sprechen, dass der eine ganz laut in sein Telefon brüllt, hören Sie mich, hören Sie mich. Also es ist schon ziemlich unterirdisch. Also demzufolge kann die Musik ja definitiv nicht dafür da sein, damit man die Mitarbeiter nicht hört. Denn die Stimmen von den anderen Mitarbeitern hören wir ja hier prima an der Leitung. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur störend, wenn man mit einer Bank angeblich telefoniert. Ah ja, aber zumindest ist das gleich ein Indiz, dass man immer weiß, das kann kein seriöser Laden sein, wenn da Musik im Hintergrund läuft. Denn das ist ja auch schon ein Lizenzproblem, weil man kann ja nicht die Musik einfach über sämtliche Telefone einfach so mit übertragen. Das ist in Deutschland so nicht erlaubt. Okay, vielleicht benutzen Sie den Programm AnyDesk oder TeamViewer? Nee, was ist denn das? Das ist ein Hilfsprogramm, wo wir verbinden miteinander. Aha. Und ich zeige Ihnen, gehen Sie da, gehen Sie da, gehen Sie da. Ich habe keinen Zugriff sowieso. Ich kann nur sehen, ich zeige Ihnen. Und auch das ist schon wieder gequirlter Blödsinn. Denn sobald man seine AnyDesk-Adresse hier durchgibt, erzählt er euch, er hätte keinen Zugriff. Doch, das hat er. Er hat dann, wenn ihr euer AnyDesk vorher nicht richtig eingestellt habt, also nur runtergeladen und installiert habt, dann hat der vollen Zugriff auf euren Computer. Und zwar absolut vollen Zugriff. Es ist schon absolut gruselig. Und der erzählt hier, es wäre nicht so. Tja, die wollen wohl noch irgendwas auf eurem Computer machen, wenn er das hier schon so betont, dass er da keinen vollen Zugriff hat. Ihr Computer ist an jetzt, oder? Eingeschaltet ist er schon, ja. Jetzt braucht er noch eine Weile. Okay, sagen Sie mal. Sie sind noch da, oder? Ja. Okay. Sind Sie eine Rentner? Nee. Nee, noch Und nicht. Sie? Sind Sie frei heute? Hä? Oder müssen Sie später? Spätschicht. Nee, ich will nicht arbeiten. Arbeiten Sie nicht, also, okay. Mm-mm. Aber die Musik ist da ganz schön laut. Die müssen wir mal irgendwie leiser machen. Musik leiser machen? Ja. Natürlich. Wir sind im Büro ein bisschen entspannt, deswegen, wir sprechen den ganzen Tag mit Kunden, ne? Ich mache das leiser, ganz kurz. Ja. Jetzt ist gut? Nee. 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 Ja. Okay. Jetzt? Nee, ist immer noch so laut. Jetzt ist weg. Jetzt ist wieder laut. Ja, natürlich, aber ich muss auch sprechen, ne? Ja, aber die Musik ist ja fast lauter. Musik ist 10 Meter weit. Hä? Jetzt war die Verbindung weg. Genau. Haben Sie angemacht? Ja, es rödelt noch. Aber die Musik ist immer noch zu laut. Ja, kann ich nichts mehr machen über die Musik. Ach so. Ich will nicht auch die anderen Mitarbeiter hören. Ach so, na gut, dann legen wir jetzt auf. Okay, dann Hurensohn, lege okay. Auf. Tschüss. Ja, sehr herzallerliebst. Also hier hat er ja jetzt ganz zum Schluss ganz klar und deutlich belegt, von was für einer Firma er da eigentlich anruft. Richtig, von einer Betrügerfirma. Und auch schön, seine Aussage dazu. Die Musik ist, damit er dann ein bisschen entspannen kann. Also auf Arbeit macht man was anderes als entspannen. Und dann hat er ja hier außerdem auch wieder noch erzählt, damit man die Mitarbeiter nicht so hört. Nur komisch, dass ich die Mitarbeiter hier ganz klar und deutlich in der Leitung höre. Es ist schon absolut wahnsinnig. Was da los ist, und die können sich doch nicht selbst für seriös halten, bei dem Theater, was die da vorspielen. Ich weiß es nicht. Es ist absolut nur verwirrend und komisch. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und euch jede Menge Informationen gebracht, wo ihr nicht euer Geld einzahlt. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls ja. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn's was Neues auf dem Kanal gibt. Wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schaut auch da gerne mal nochmal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.